Ja, was die Kollegen über meinen heutigen Gast schon alles geschrieben oder gefilmt haben, das können Sie hier sehen oder hier. Ja, und jetzt wird's ernst. Heute bin ich nämlich bei diesem Mann zu Gast. Hallo. Bitteschön. Ja, hallo. Oh, Moment, wir kaufen an der Tür nicht. Ja, aber erkennst du mich nicht? Ich wollte doch zum Interview kommen. Ach, im Winter. Ja. Ach, im Winter. Setz mal deine Brille ab. Richtig, du bist es. Komm rein. Danke. Hab ich mich gefreut. Hol mal einen Lappen für die Schleimspur. Ja, ein Jugendtraum erfüllt sich für mich. Ich bin bei Karl Dall zu Hause. Sensationell. Habe aber trotzdem, wie viele Kollegen und Fans, auch ein bisschen Angst, weil er ja so ein loses und auch oft verletzendes Mundwerk hat. Ja? Lieber Karl Dall, muss ich Angst haben? Ein bisschen sollte man zumindest Respekt zeigen, gewähren. Auch wenn viele behaupten, ich sei altersmilde geworden, aber ja, die haben sich geschnitten. Ja. Es kommt auf die Fragestellung an und wie ich mich gerade fühle. Ja. Ob ich körperliche Probleme habe und das muss da irgendwann raus. Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass Karl Dall zu Hause gar nicht so ein loses Mundwerk hat und die Leute nicht so anpöbelt, sondern ein ganz normaler, netter Kerl ist. Ja, man muss auch mal einfach mal ganz normal sein. Ja. Das mache ich ja auch nur für eine gewisse Gage, dass ich die Leute beschimpfe und anpöbel. Ja. Und da ich auch hier dieses Gespräch ist auch eine ziemliche Nullnummer, was soll ich da jetzt noch rumpöbeln, du Arsch? Ja, gut, es gibt ja, ich zahle ja auch nicht so viel. Ja, da ist ja dann die Anzahl der Schimpfworte wahrscheinlich begrenzt. Also Arsch hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Das habe ich nochmal investiert. Ja, normalerweise kostet das 3.000, wenn man zum Polizisten sagt, du Arschloch und so weiter. Ja, ja. Das soll, glaube ich, 3.000 kosten. Ja, es heißt ja immer, die Komiker, bist du ein Komiker? Ich weiß es nicht, wenn mich einer so nennt, bin ich ganz stolz drauf, aber ich bin kein Stand-up-Comedian, oder wie man so schön sagt. Ach, nicht? Nee, das ist also, da früher gab es dann nur ein paar. Ja. Das waren Heinz Erhardt, Peter Frankenfeld und ich. Ja. Und wenn einer sagte, das ist ein Komiker, dann war man stolz, denn diesen Titel verleiht man sich nicht selbst, sondern das machen andere. Sehr gut. Das Feuilleton, zum Beispiel der Chef von der Zeit. Ja. Der darf dich so nennen. Ah. Und heute... Ach, wir waren dann bewirbt man sich schon als Komiker? Sozusagen. Ja, Comedian. Ja. Heute gibt es 500, wir waren 5. Damals gab es dann noch Otto Walkes, über den spricht keine Sau mehr. Mike Krüger, in Vergessenheit geraten. Dieter Haller, Forden, weg vom Fenster. Im Grunde bin ich geblieben. Der einzige Übrige, Ja, das liegt aber wahrscheinlich auch an deiner Technik. Ja? Also du bist ja der Einzige, der sich in Deutschland traut, mal ein bisschen was Böses zu sagen. Also mal wirklich den Leuten auf die Füße zu treten. Das ist nur noch das Image, was ich habe. Ja? Ich sage ja gar nichts Böses. Ich bin einfach nur ehrlich. Ich bin einfach ehrlich und sage, was ich so aus dem Bauch heraus so denke. Ja. Und das ist ja schon, das ist schon schlimm genug in diesem Land, wo nur noch angepasste Arschlöcher rumlaufen. Ja, wir in diesem Regime überall abgelichtet werden. Nicht nur hier jetzt auf meiner Bar, sondern wenn ich jetzt, sollte ich noch mal rauskommen, über die Straße gehe, an der nächsten Ampel ist schon wieder irgendwo eine Kamera, in der U-Bahn ist eine Kamera. Ja. Man kann ja gar nichts mehr machen, ohne beobachtet zu werden. Ich mache keine Witze mehr gegen Frauen, Weiber und andere Randgruppen. Ja, nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Nein, genau. Weil was passiert ist? Ist irgendwas passiert? Nein, noch nicht, aber ich habe gute Instinkte. Hinterher verklagen die mich womöglich noch und dann lasse ich noch was einfallen, was überhaupt nicht passiert ist. Habe ich auch hinter mir. Tatsächlich. Ja, genau. Ihr habt ja damals mit Instaburg und Co. angefangen. Ja? Mhm. Gab es da ein Konzept, eine Idee? War das Comedy, Kabarett, Anarcho-Blödelei oder habt ihr einfach angefangen? Wir haben einfach angefangen. Wir wussten selbst nicht, wie man das nennt. Und die Plattenfirma, wir hatten ja dann auch eine Schallplatte, eine LP, das heißt Langspielplatte die hat gemacht. Die und die wussten nicht, wie sie uns nennen sollten. Ja. Und dann haben sie Pop-Kabarett geschrieben. Ja. Pop wie P-O-P, Bindestrich Kabarett, aber wie Kabarett. Mit C, mit einem T, wie das Kabarett. Oh. Pop-Kabarett. Das kam nicht so an und dann kam irgendeiner auf die Idee und hat uns Blödelbade genannt. Ja, das kenne ich auch. Und dann nannte Mike Krüger sich über seine Plattenfirma Knittelbade. Ah, okay. Aber dieses Wort Blödelbaden, das hat sich dann so verteilt auf andere, die sowas Ähnliches meinten machen zu müssen, Schubert und Black, und das waren alles Blödelbaden. Hm. Das Wort Blödel ist schon, das klingt ja immer wie Dödel oder Blödel. Ja, das klingt blöd. Und Baden, das heißt, wir baden ja gar nicht jeden Tag. Also insofern war das auch wieder falsch. Und du musst einfach eine eigene Marke sein.
Du musst einfach sagen, du bist Karl Dall. Ja. Da brauchst du nicht noch einen Untertitel, was der beruflich vielleicht anstrebt oder machen zu müssen oder wie auch immer. Es gibt ja Leute, die sagen, jetzt mal ernsthaft geantwortet, der ist ja eigentlich ist er ganz nett, wenn er nicht so fies wäre. Ja, ja, genau. Die ältere Leute, ja, die gerne verdrängen, die mögen mich noch, weil sich mein Gesicht haben merken können über die Jahrzehnte hinweg. Und dann, die mögen mich. Würde es denn heute, wenn jetzt heute sowas wie Instaburg und Co. aufkäme, würde das noch irgendwie Furore machen oder wäre das wesentlich schwieriger? Kann ich nicht sagen. Wir waren so eine ungehobelte Gruppe. Ja. Wir waren auch nicht gemanagt. Jeder hat das gemacht, was er für richtig hielt. Ja. Also uns hat keiner vorgeschrieben, wie wir gekleidet sein sollen, was wir für Texte sagen. Das war für damals alles prima, okay. Wir hatten noch ziemliche Leerläufe. Ja. So wie auch manchmal heute noch der Helge Schneider so. Ja. Manchmal über Minuten sich um Kopf und Kragen redet, keine Sau kann lachen und trotzdem hat er Erfolg. Ja, wird man manchmal gar nicht verstanden? Also sagen wir mal, das ist am schönsten. Man ist in der Ostsee irgendwo von einem ganz erlauchten Publikum, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder so, und man hat das Gefühl, es kommt kein Lacher und so ein oder zwei Leute machen im Publikum. Ja, nee, Mike Krüger hat mal erzählt, da hat das erste Mal in der Tele Frustrierte, hieß die Sendung damals. Ja, ja, genau, Frustrierte, der Tele kenne ich den Begriff. Ja, ja. Hat er Mein Gott Walter gesungen. Und es hat keine Sau reagiert. Ja. Es war eine polnische Besuchergruppe. Ja, aber das ist ja jeden Tag da. Ja, 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 die sind ja hauptberuflich da. Der hat sich da einen Wolf gesungen und dachte, Mensch, bei dem Spruch kommt doch ein Lacher. Das hat er auch in seinem Buch beschrieben. Ja. Ja. Nichts gegen Polen, aber wenn die kein Deutsch sprechen, was haben die hier zu suchen? Ne? Hat das Gesicht mit der Berufswahl zu tun? Dein Bruder könnte, ist ja irgendwie Professor. Könnte sein, dass mir mein Aussehen meinen Beruf geebnet hat. Mhm. Denn ich war immer schon ungewollt der Klassenkasper in der Schule, seitdem ich denken kann, erste, zweite, dritte Klasse, ich war immer auffällig. Und dann habe ich das irgendwann zur Kunstform entwickelt, weil es hat keinen Sinn, wenn ich aufgestanden bin und habe irgendeine Frage gestellt in der Schule dem Lehrer. Dann hat er sich geärgert, die Klasse hat gelacht, ich habe das jetzt zum Teil ernst gemeint. Es hat sich daraus eine Kunstform entwickelt. Sehr gut, ja, genau. Also du meinst es ernst, ich und alle denken, es wären Witze. Ja. Mit meiner Art bis zu meinem 25. Lebensjahr alles versaut. Ja. Vielleicht hatte ich auch nicht das Timing. Ja. Und dann habe ich das später irgendwie erkannt, dass man da was draus machen kann. Ja, also mich hätte jetzt interessiert mit Frauen. Ja, also wenn man irgendwie so viel Scheiße baut im Sozialen aufgrund des Klassenclownseins, ich kenne das selbst auch, wie findet man dann seine Ehefrau, mit der man dann 44 Jahre... Ehefrau also, nicht, das ging ja erstmal in der Schule, wenn man anfing zum Beispiel sich für ein Mädchen auf dem Schulhof zu interessieren, nicht, weil die so schöne Zöpfe hat oder so. Und die Frauen fahren ja meistens auf Äußerlichkeiten ab. Ja. Und da hatte ich immer die besten Karten. Ne? Ja? Ja, in Ostfriesland. Ja, also, ich bin ja, war ja auch kaum rausgekommen. Okay. Nein, nein, es geht, also es gibt ja auch sowas wie die Innereien, die inneren Werte. Und eine Frau, die ein bisschen Grips hat, und ich sage, meine Frau hat das, die hat das ziemlich schnell erkannt. Genau. Ja, die hat eher dass auf die da Innereien überhaupt geachtet. Nichts ist. Ich habe irgendwas, was andere nicht haben. Ich bin so ein wirklich so ein. Es holen sich sehr viele Leute bei mir einen guten Ratschlag. Ja? Ja, und die hören auch auf mich. Also ich habe sowas, ich wollte mal ein Buch schreiben, ich, Karl Dall, der Radikalpsychologe. Ja, genau, weil es schneller geht. Ich habe viel abzusondern und weiterzugeben und möchte auch den Menschen helfen, ja, denen es so gut geht, dass die wieder in ihrem Elend verschwinden. Ja. Ja. Ich klopfe die Menschen nur ab, ob sie ein bisschen Humor haben oder nicht. Ja. Und manche sind halt beleidigt. Ich hatte 1000 Talkgäste und einer ist mal sauer von der Bühne gegangen. Ja. Da müssen wir uns nicht mehr das? Drüber. Ich möchte den Namen nicht nennen, das war der Schlagersänger Roland Kaiser. Ah, ja, okay. Ja. Gut, dann das erwähnen wir lieber das nicht. Das ist 30 Jahre her, das klebt ihm immer noch an der Backe heute. Ja. Und wir waren bestens danach miteinander, sagen wir mal, liiert und so und haben uns nie verkracht. Aber die Presse, die Medien, die wollen immer noch diese Reiberei. Na, ich bin ein Kind des Glücks. Ja. Ich habe also, keine Probleme damit. Aber Leute, die mit mir am Tisch sitzen, die gehen dann mit Problemen nach Hause. Ja. Ja, das ist auch so. Man muss auch das Unangenehme muss man ja auch abschütteln können. Ja, Andi, aber es ist ja auch so, das heißt Katharsis.
Also wer, wer einen Abend mit dir verbracht hat, der ist natürlich erstmal mit den existenziellen Problemen seines Lebens konfrontiert, indem er in den Spiegel geschaut hat. Das ist doch fein, dann wissen Sie mal, wie das in einem erfolgreichen Menschen aussieht. Ja. Oder? Und wie sieht es da aus, wie fühlt sich das an, so erfolgreich zu sein? Schön, wenn man so wieder einen zur Sau gemacht hat, dann fühle ich mich so wohl. Dann gereinigt. Dann brauche ich an dem Tag auch gar nicht mehr noch groß die Kanne geben, das ist wie ein Rausch. Ja, 70er Jahre, politisch, Revolution, links, das ganze Programm. Ich hatte so den Eindruck, ihr macht, euer Programm war, wir sind deshalb links, weil wir einfach alle Konventionen auf der Bühne zerhauen. Das war eure Methode. Man hatte uns praktisch übel genommen. Ich kannte ja noch diese ganzen Leute aus den 68ern persönlich auch noch. Die Kommune 1, Teufel Langhans und auch den sie angeschossen haben. Da ist dann noch, lebe nicht mehr. Und der war mit mir in einem Waschsalon und hat uns vorgehalten, wir fingen gerade als Insterburg an. Das war so 67, 68 und Rudi Dutschke war das. Und hat mir vorgehalten, dass wir nicht politisch genug sind. Genau, das hätte ich auch vermutet. Da habe ich gesagt, sonst hätten wir nicht den Erfolg, wenn wir jetzt noch politisch wären. Aber wir haben zum Beispiel auch politische Gedichte gemacht. Ja, ich erinnere mich an einige. Welche? Die Polizistenfrau wird schärfer, sieht sie einen Wasserwerfer zum Beispiel. Das ist der Klassiker. Das sagt mehr aus als... Ja. Oder dass keine Frau verwese, geht sie ins Café Käse. Das hat aber nichts mit Politik zu tun, mit Aufreißen. Ja. Wir wurden dann aber auch immer eingeladen und auch gleichzeitig wieder ausgeladen bei irgendwelchen Politfestivals. Ja. Und die Waldeck war das damals Ende der 60er Jahre. Da wurde nur noch politisiert. Ja. Und da hat dann Franz Josef Degenhardt gesagt, ich singe jetzt nur drei Lieder und dann möchte ich, dass politisch diskutiert wird. Ja, und das war am Regen und es regnet und so. Spiel nicht mit den Schmuck. Ja, und dann hat er sich an die Theke gestellt und sich die Hucke volllaufen lassen. Und irgendwann waren die Instaburgs dran. Das war wie ein Ventil. Wir haben nur Scheiße gemacht. Ja. Die haben abgetobt, weil die wollten auch mal privat. Die wollten auch mal sich entspannen ein bisschen. Genau. Absolut, das glaube ich sofort. Wie beherrschst du dich? Hast du nie auf der Bühne mal irgendwie zur Pause den Drang zu sagen, Kinder, das, was jetzt gerade passiert, ist wirklich Scheiße, ich stehe da und da? Nee. Dafür bin ich doch zu angepasst. Ja, also du bist kein richtiger Linker mehr sozusagen. Nein. Warst du jemals einer? Ich um Politik, ja. Nee, das ist schwierig. Ja. Aber man kann durch Karlauer kann man aber auch politisch sein. Man kann alles kaputt machen. Genau, macht kaputt, was euch kaputt macht. So war es. Ja. Ich bin Sportler. Ja. Ich mache also immer noch Marathonläufe und habe dadurch die Welt kennengelernt. Moskau. Wie lang sind die Marathonläufe dann? Also die Distanz? Sind so eine halbe Stunde. Mhm. Okay. Und dann, ich gucke zu und habe dann so. Auf den letzten 2 Kilometern hier in Hamburg, da laufen die nochmal durch die Roten Baumchaussee, da stellen wir uns hin, wenn diese abgehalfterten Typen da ankommen und manche halten dem Wasserbecher hin und wenn die denn so zugreifen, dann haue ich den Leuten den Wasserbecher aus der Hand. Das macht viel Spaß. Das macht klasse. Spaß. Ja. Also, man hat als Kind ja schon viel mit Wasser gespielt. Ja, ja. Und die reagieren so einen kleinen Spaß, den erlaube ich mir, dafür gehe ich schon mal raus. Ja. Du bist ja ein sehr ausgeglichener Mensch. Ja? Ja. Gibt es denn irgendwas, was dir so richtig auf die Nerven geht, wo du sagst, wenn das passiert oder derjenige reinkommt, dann drehe ich durch? Ja, zum Beispiel heute, wenn einer sagt, er macht ein Interview, das dauert nicht länger als eine halbe Stunde und man labert schon 10 Minuten zu lang, dann werde ich schon langsam sauer und würde dann das Ganze auch irgendwann beenden. Ja, ich bin froh, dass diese Bar zu schwer ist, um sie umzuschmeißen. Mhm. Welche Musik, welche klassischen Klänge? Alles, ich höre alles. Ich bin also ein Beethoven-Fan zum Beispiel. Aber auch genauso höre ich gerne Heino. Ja. Und ich querbeet mache ich das nicht. Ja, ja. Und ich habe so meine Lieblinge. Manchmal gibt es so ganz simple Lieder, da kommen mir dann die Tränen. Das geht zum Beispiel so. Freddie Quinn, Schifft ein weißes Pferd nach Hongkong und so. Das geht schon an die Niere. Ja. Oder wenn man noch 2 hat, dann... Hast du noch beide? Ja. Ach so. Aber ich würde dir... Keine Spenden. Ja, naja gut, deshalb habe ich mir fast gedacht, ist auch vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja. Ja, denn so gut befreundet sind wir auch wieder nicht. Nee, noch nicht. Geht wohl auch nicht mehr. Nee. Okay, was soll man dann machen? Ja, das war's eigentlich. Ach komm, man muss auch mal irgendwas abhaken im Leben, ja. Ja, das ist einfach Schnitt. Darf ich auch noch? Ja, ach so, ja bitte. Das war eigentlich ein Applaus für Achim Winter. Ja. Normalerweise frenetischer Beifall, ich mache auch nur einen.
Mehr war nicht drin. Auf der Ringverband nachts um halb eins, Dingelingeling, ob du Mädel hast oder auch keins, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Hoppla, jetzt komm ich. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße frei für mich. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße frei für mich.